Nun machen wir schnell weiter. Wir haben heute einiges an Programm. Kommen wir zu Ebbeck Höbel von den Anstiftern. Ebbeck Höbel von der Gruppe Kernen 21 aus dem Remstal. Ebbeck Höbel, der Schwabe. Ebbeck Höbel zum Thema Lügenpakt oder auf Schwäbisch Lügebeide. Ja, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, herzlich willkommen zur Heiliger 197. Nara-Demo. Wie immer mache ich meine Beiträge in Schwäbisch. Für die, wo kein Schwäbisch verstanden, gibt es eine gedruckte hochdeutsche Ausgabe. Kommen wir am Infostand oder an der Bahn machen. Der Matthias hat mir schon erkannt, ich bin von der Erststiftung. Der Peter Grohmann ist heute nicht da, der ist ein bisschen malat. Aber der Bürgerbrief wird verteilt von unserem neuen Geschäftsführer Fritz Mielert. Der Inhalt ist der gleiche Brief und den dürfen wir also gern von Fritz dann entgegennehmen. Und weil ich auch vom Remstal bin und von der Initiative K21 Kerne, werde ich nachher auch ein bisschen was erzählen zur Situation Drusse bei uns. Ich habe ja vor einem Jahr schon mal geschwätzt hier, im August 2013, vor allem zu dem Thema Repressionsmaßnahmen gegen die Bewegung, Polizeiüberwachung, Überwachung durch den Verfassungsschutz. Und man muss also sagen, seither ist nichts passiert, der Rahmenbefehl ist nach wie vor in Kraft. Das Einzige, was passiert ist, dass unser Freund Heißner nicht mehr da ist. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber vielleicht ist es ja so, dass er dann weiterhin inkognito an unsere Demos teilnimmt, mit seinem Hirn irgendwo steht. Also falls er hier da ist, ein herzliches Willkommen an unseren Freund Heißner. In dem Zusammenhang darf ich eine Bekanntgabe machen. Am 19. November, Amtsgericht Hofstraße findet im Prozess statt gegen Sven, Dieter und Barbara wegen Nötigung. Blockade, 13.30 Uhr beginnt der Prozess. Wäre nicht schlecht, wenn der Barley in Eingang nehmen. Das heutige Thema ist schon ein närrisches Thema, Narrenfreiheit, beziehungsweise ich habe es ein bisschen ausgeweitet zum Bereich, zum Thema Lugebeide. Also der Hermann muss ja noch ein bisschen trainieren, der Matthias muss ein bisschen trainieren mit dem Lugebeide, aber einführen möchte ich das Thema Lugebeide mit einem kleinen Gedicht. Schwäbisches Gedicht. Sie liegt, das Balge sich biegt, versprechen vom Himmel ras blau. Sie schmieren der Rotz um der Backe und häusen die andere Schlawacke. Sie seien die einzige Mo. Wen wählt man denn jetzt da? Ich geb dir ein Rat, wenn alle Bewerber am gleichen Trunk zieget, na welch halt in Gottes Namen die Selle, wo Balge sich echt so arg biegt. Das Gedicht ist von Josef Eberle, der unter dem Pseudonym Sebastian Blau vor Jahrzehnten schon 100 Gedichte geschrieben hat, also hat sich nichts verändert, was Wahlen anbetrifft. Eberle ist ein Antifaschist und von 1945 bis 1970 Herausgeber von der Sturme der Zeitung. Und in seinem Nachruf, er ist dann 86 gestorben, haben sie geschrieben, er hebt die Stube der Zeitung zu einer der profiliertesten liberalen Zeitungen in Deutschland gemacht. Also ihr habt gemerkt, dass ich in der Vergangenheitsform geschwätzt habe. Und über den Eberle schreibt der Werner Bürgermeier, der lange Justizkorrespondent war, ist von der Stube der Zeitung jetzt im Ruhestand, über die RAF-Zeit. Ich habe Anfang der 70er Jahre einen Artikel über Gudrun Ensling geschrieben. Titel: Ausbruch aus der schwäbischen Innerlichkeit. Die CDU setzte mich zu dieser Zeit auf ihre Liste der RAF-Sympathisanten gleich hinter Heinrich Böll. Ich erinnere mich auch, dass Karl-Dieter Spranger von der CSU in einem Brief an den Verleger Josef Eberle meine Entlassung forderte. Wie ging's aus? Professor Eberle hat mich in sein Büro kommen lassen, mir den Brief vorgetragen und ihn dann in den Papierkorb versenkt. Das ist ja zu Zeiten gewesen, wo Herausgeber noch ein bisschen Rückgrat hätten.
und sich nicht verpflichtet fühlt in den Grube-Herreknecht-Kartell. Genau, richtig. Seither hat die Stuttgarter Zeitung einen steilen Abstieg nahegelegt. Die Ironie von der ganzen Geschichte ist, dass jetzt die Stuttgarter Zeitung vom Kommunikationsbüro eine einschneidende Verfügung gekriegt hat, dass er nicht mehr behauptet wird, dass der Bauhof erst 2022 fertig wird. Das ist ja schon ironisch, aber die Zielrichtung ist natürlich klar vom Kommunikationsbüro, dass sie versuchen, die letzte kritische Journalistin, was es bei der Stuttgarter Zeitung noch gibt, auch noch mundtot zu machen. Ja, das ist der Hintergrund von der ganzen Geschichte. Leider ist es so, dass die Stuttgarter Zeitung gar nicht darüber berichtet hat. Erst wo sie verurteilt wurde, sind in sehr kleine Spalte veröffentlicht. Und Gott sei Dank gibt es ja noch Journalistinnen und Journalisten, die von Kontext, von der Kontext-Bürgerzeitung, wo die ganze Geschichte aufdecken. Und da sind wir also froh, dass sie gibt. Das Kommunikationsbüro ist ja Propagandaeinrichtung von der BAR, wo aber von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern finanziert wird. Und ich habe da letztens einen Leserbrief geschrieben, wenn einer Pressesprecher werden will oder beschäftigt werden will beim Kommunikationsbüro, dann muss er zuerst mal ein halbes Jahr einen Kurs machen. Aber nicht in Bahntechnik und die ganze Frage, die damit zusammenhängt, sondern in Tarnen, Täuschen und Lügen. Wobei, Lügen darf man ja nicht sagen. Dass ich Lügen täte, dass ich Jugendbeine sind, weil da fühlt sich der Herr Dietrich wieder in seiner Ehre gekränkt. Deshalb sage ich dann gern den Spruch von meinem Onkel Walter, der immer gesagt hat, ich will ja nicht sagen, dass Glaube ist, aber Glaube kann man schier nicht. Also wenn ich jetzt noch einmal von Jugendbeinen spreche, dann müssen wir immer an den Spruch von meinem Onkel Walter denken. Wir haben ja große bei uns Initiativen zur Barrierefreiheit im Rems-Murr-Kreis, zusammen mit der Diakonie Städter, große Behinderteneinrichtung. Und da haben wir das letzte Gespräch mit dem Herrn Hanfel. Den kennt ihr vielleicht auch, das ist der Chef von der von Station und Service, also zuständig für die ganze Barhilfe bei uns im Süden. Und da hat der Hanfel uns gegenüber behauptet, dass die ESPA zu 94% pünktlich sei. Regelmäßig mit der S-Bahn erfahren, insbesondere mit der S2 Richtung Schondorf, wissen natürlich, dass das nicht stimmt. Und ja, bringt uns mal die Zahler rum, sagt Manuel auf der Seite. Es ist ja so, wenn man jetzt mit der S2 nach Schondorf fährt, dann passiert es ziemlich oft, dass die S-Bahn in Grunbach, also 5 Stationen vor der Endstation Schondorf, haltet und dann müssen alle Fahrgäste aussteigen, die S-Bahn macht kehrt. Ja? Damit sie keine Verspätung im System einfängt. Die Fahrgäste müssen gucken, wie sie reinkommen. Das gleiche passiert natürlich mit denen, die von Schondorf mit der Bahn eigentlich nach Stuttgart fahren wollen. Und das passiert also öfters. Und so versucht die Bahn dann, ihre Pünktlichkeitswerte zu halten. Und dann ist es ja nur so, dass alle S-Bahnen, wo weniger als 4 Minuten Verspätung haben, die zählen im System. Und alle, wo ganz ausfallen, dann statistisch auch nicht erfasst. Und so kommen sie dann auf ihre 94%. Und jetzt hat es da kurz bei uns im Remstal soll 2019 interkommunale Gartenschau stattfinden, wo alle Remstal-Gemeinden teilnehmen. Und dann werden also die Barhilfe aufgerüstet. Und dann hat es also Presseverlautbarung gegeben, dass die Deutsche Bahn Wohlfühlbahnhöfe schaffen will im Remstal. Also alle Leute, wo unsere Barhilfe Menschen halt kennen und die anderen da rum, haben dann schallend gelacht. Dann hat aber der Hanfel bei unserem Gespräch gesagt, dass der Begriff nicht von der Bahn kommen wird, sondern dass in der untergejubelt worden wäre von den Remstal-Gemeinden, die gern solche Barhilfe hätten. Jetzt ist natürlich sehr schade, dass der Ausdruck Wohlfühlbarhilfe
nicht zum Vokabular der Deutschen Bahn gehört. In der Tat. Der Fastnetz-Opfer-Pivot gehört natürlich in Herr Grube. Weil Herr Grube hat im Interview gesagt, dass es bei der Bahn einen Investitionsstau von über 30 Milliarden Euro gäbe bei Gleise, Weichen und Stellwerke. Und er fordert mehr Geld von der Politik, weil die Schiene jahrzehntelang vernachlässigt wurde, sagt Herr Grube. Und der Gipfel von seinen Ausführungen sagt er, das Bestandsnetz hat Vorrang vor dem Aus- und Neubau. Und jetzt verschweigt der Kerl, also ich will ja nicht sagen, dass logisch, er verschweigt, dass natürlich die 10 Milliarden oder was immer, Schuldergröße 20 kostet, auf Jahre raus alle Neubauinvestitionen und auch die Bestandserhaltung blockieren wird. Ja? Aber das ist dem Herr Grube egal, der will bloß mehr Geld, ja? Damit er noch ein bisschen dasteht. Und vergiss natürlich dabei, dass ja die Infrastruktur von der Deutschen Bahn systematisch ein Bandfahrer wurde, ist, seit die Deutsche Bahn privatisiert wurde, beziehungsweise seit sie fit gemacht werden soll für den Börsengang. Und wenn wir jetzt unsere Politiker angucken, zum Beispiel der Verband Region Stuttgart, der für die Deutsche Bahn dafür zahlt, dass er das S-Bahn-Netz am Laufen hält. Ja? Das sind ja zahnlose Tiger, die lassen sich von der Deutschen Bahn alles fallen. Ja, die werden ja jeden Tag vorgeführt von der Deutschen Bahn und vom Herrn Grube, weil sie die vertraglich vereinbarte Leistung nicht bringen, auf alle S-Bahn-Netze, insbesondere auf dem S2-Netz. Und man kann diese Politiker beschreiben wie Wettrund. Vielleicht hat man im Fernsehen schon mal gesehen, der Wettrund-Renner. Da sagen ja die arme Viecher einem künstlichen Hase hinterher. Ja, und man rennt sich den irgendwann einholen. Und auf dem Haas steht Fortschritt. Fortschritt. Und so sauern unsere Politiker mit Wettkorn, die im Haas ein Fortschritt ändern. Ja. Und sie werden nie Krieger. Und zum Schluss möchte ich euch ein neues Lied singen. Das ist von Walter Mossmann. Das ist schon 30 Jahre alt, das ist ein Liedermacher, der aus dem Badischen kommt, der damals Lieder geschrieben hat zum Widerstand gegen das Kernkraftwerk in Kiel. Das ja nicht gebaut wurde, ist nur der Bauplatzbesetzung. Ja, eine sehr wirkungsvolle Maßnahme. Und der hat damals ein ganz bekanntes Lied geschrieben, das heißt KKW 9 Rack. Und das will ich jetzt halt jetzt ein bisschen umdichten auf unsere Situation hier in Stuttgart und will mal probieren, ob ich das jetzt nachlege. Beim Frühstück sitzen drei Kapitalisten und ein Ministerpräsident, ein Bahnspezialist und ein hoher Polizist und ein Typ vom BGB, der pennt. Ja, ich plan für euch, sagt der Spezialist, einen Tiefbahnhof. Na klar, dass der teuer ist und wahrscheinlich Mist, vergesse ich überm Honorar. Der Chef der Polizei erklärt, ich kann das Volk nicht schützen vor dem Dreck. Doch den Dreck kann ich schützen vor dem Volk. Gib mir. Ah, ich muss noch lachen. Der Chef der Polizei erklärt, ich kann nicht das Volk beschützen vor dem Dreck. Doch den Dreck kann ich schützen vor dem Volk, wenn es rebelliert, gebt mir Knüppel und ich schaff es weg. Damit auch alles seine Ordnung hat, sagt der Ministerpräsident, gebe ich euch im Namen des Volkes den Segen, dafür halte ich mir ein Parlament. Dann singen alle sechs im Chor geschaffene Arbeitsplätze, oh wie schön. Davon wacht der DDP wieder auf und sagt, dann kann ich ja beruhigt gehen. Leider stinkt's zum Himmel, sagt der Spezialist, denn unser Plan ist einiges faul. Wir brauchen einen Kerl, der ihn parfümiert mit einem schönen großen Lügenmaul. Keine Bange, sagt der Ministerpräsident, dafür ist die freie Presse da. Wenn die Bahn kaputt saniert wird, schreibt sie Fortschritt, ja hurra!
Dieser Fortschritt schreitet über Leichen fort, Profit, dir bewegt sein Hirn, sein Maul frisst deine Arbeitskraft, seine Scheiße sollst du konsumieren. Beim Frühstück sitzen drei Kapitalisten und ein Ministerpräsident, ein Bahnspezialist und ein hoher Polizist und ein Typ vom BGB, der pennt. Die paar Herren hätten gern das Volk am Zügel, stumm und als Stimmvieh. Sie verwandeln unseren Kopfbahnhof, aber wir verwandeln unseren Zorn in Energie. Der Tiefbahnhof